Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen mit dem GTA Online Gameplay. Mit dabei ist der liebe Ghostfounder. Hallo. Hallo. Zuerst einmal ein Bug. Hier spawnen die ganze Zeit Frauen, keine Männer. Ich habe hier gewartet auf das Spiel, bis es vorbereitet wurde. Und immer geht das Tor auf und es sind immer nur Frauen zu sehen. Keine Männer. Cool. So. Guck mal hier vorne. Hier sind aber zweimal gleichen Frauen. Ja, genau. Die mit den rosa. Was ist das, eine Mütze oder so? Cool. Einfach der Spawn ein bisschen kaputt. Wir haben hier verschiedene Bälle. Wir benutzen die Basketbälle und die Fußbälle. Haben wir so entschieden. Wir haben, also er hat versteckt 4 Basketbälle. Das sind sozusagen die Nieten, aber ich muss auch sagen, wenn ich einen finden. Ding. Aber wenn ich den Fußball finde, ist das Spiel zu Ende. Dann habe ich den Jackpot abgeräumt. Und dann darf er gerne noch die anderen Bälle sagen oder mich noch ein bisschen weiter suchen lassen. Und es sind immer 4 Basketbälle und immer einen Fußball. Und das Gebiet ist eigentlich alles, wo man spielt drauf. Also dort, wo man spielt. Okay, dann schauen wir mal schon mal hier. Also ich habe jetzt den ganzen Golfplatz genommen, ne? Ja, genau. Also überall, wo man spielt. Genau. So, wir machen das auch mit diesem Motorrad, damit es ein bisschen schneller geht. Ich muss ja überall auch mich umschauen. Es könnte ja irgendwo auch auf dem Fels... Ah, ich habe meinen Basketball. Also eine Niete habe ich schon mal. Jetzt sind es noch 3 Nieten. Noch 3. 3 also Nieten, also wir haben ja 4 versteckt. Also du hast 4 versteckt. Also jetzt ist noch eine Niete. Also ich habe 4 insgesamt. Ein Fußball und 3 Basketbälle. Ah, dann hast du es so gemacht. Okay, dann sind es noch 4. Also dann sind es noch 2 Nieten. Ja, das soll ich noch eben schnell einpassieren. Ja, dann du mal unabsichtlich. Also du kannst ja wirklich ohne Auto das platzieren, oder? Und einfach nochmal einen machen. Weil wir hätten auch noch mehr verstecken können, Nieten. Aber das wäre dann ein bisschen zu unfair, dass man einfach den Fußball nie findet. Hm. Also jetzt habe ich gerade ein bisschen ein Leerlauf. Vielleicht finden wir nochmals einen Basketball irgendwann. Er könnte schon überall sein, also. Also jetzt noch 3 Nieten, die du finden kannst. Genau. Und ich sag okay, und ich sag nichts, okay. Ich habe einen Basketball gefunden auf der Brücke. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch 2 Nieten und also einen. Da sag ich aber, also da gebe ich aber keine Tipps, okay? Ja, ja, also wenn es dir so schnell geht, also ja, du hast also sie gut versteckt. Du hast sie markant versteckt und deshalb brauche ich jetzt gerade noch keine Hilfe. Also die 3 Basketbälle sind relativ leicht und der Fußball ist schon relativ schwer. Ich schaue auch überall hoch, also auf den Bäumen oder so. Aber bitte nicht zu schwer in den Bäumen, wenn du mal verstecken. Du bist immer anders. Also wir tun einfach die Gebiete wechseln. Vielleicht noch ein bisschen ein kleineres Gebiet nehmen als nächstes. Also bis jetzt, wo ich jetzt hier ringsum gegangen bin, habe ich ihn noch nicht gesehen. Da haben wir nochmal einen. Basketball. Jetzt habe ich noch einen Basketball und einen Fußball. Ja. Okay, ich wusste, dass ich den Fußball nicht zuerst... Ah, ich habe noch einen Basketball. Dann habe ich alle Basketbälle. Sehr gut gemacht. Nicht zu lange, also nicht zu schwer. Nicht zu leicht. Aber jetzt ist der Fußball wahrscheinlich zu schwer. So ein kleines Ding ist auch eigentlich auch noch gut. Ja, mal ein bisschen in der Mitte. Wenn ich jetzt alle Nieten finde und keinen Fußball, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Schade, dass er auch nicht so markant orange, also ja, orange ist jetzt sehr markant. Vielleicht brauche ich doch bald einen Typ.
könnte nämlich überall sein. So, soll ich einen Tipp geben? Ja, gib mir mal einen Tipp, bitte. Er liegt wo drauf. Irgendwo. Also, er ist nicht am Boden. Das kann in Bäumen sein, es kann auf so einem Dingens hier sein, auf so einem, aus dem Rand von einem, weiß ich nicht, so einem Springbrunnen oder auf so einem Schild hier oder einer Bank, weiß ich nicht. Gut, dass du das sagst. Kann überall sein. Weil er könnte wirklich auf eine Eisenstange sein. Ist er nicht. Er ist schwer zu sehen, denke ich mal. Oh, hier ist er auch nicht drauf. Schade, das wäre er tatsächlich. Erwendbar. Ja, wo hat's noch diese Eisen, diese Bahnstangen? Okay, ich sag dir eins, es ist nicht auf diesen Bahnstangen, okay? Okay, so weit oben ist er nicht. Weiß ich nicht. Kann er doch schon höher sein. Wow. Kann er auch nur Baumspitze sein. Wow. Nein, da kann er nicht. Also so weit oben würde ich es nie machen, weil ich so hoch gar nicht schauen könnte. Wegen der Kamerabegrenzung auf diesem Motor. Jetzt wird es leider Nacht, also. Eventuell halt ein bisschen. Nein! Nein. Ich bin fast hier Dingens ins. In den Teich geflogen. Ich denke, er ist auf einem Baum oder auf einem dieser Schilder oder so. Hier auf diesem einsamen Baum. Also so wie der Basketball hier ist er wahrscheinlich auch nicht so tief. Ist schon höher, ja. Ah, ich habe ihn gefunden. Aus Zufall habe ich ihn gefunden, aber das ist ein sehr gutes Steck. Sehr schwer. Also eigentlich mal, leicht aber für den Verstecker, aber... Also guck mal, aber wenn du von hier guckst, ist ja easy. Weil ich hätte nicht auch, weil ich sollte Blätter verstecken können. Ich habe es genau so gemacht, dass man es genau sehen kann. Ja, aber von hier bin ich eigentlich nie gekommen. Ich bin ja nur hinten durchgefahren einmal. Ich habe halt einfach nicht so ein Ding gemacht. Also dann könnten wir eigentlich das Ampere nochmals machen. Ich muss aber bei dir reinkommen, wegen dem Teleportieren. Dann machen wir doch das beim Pier. Das macht so viel Spaß beim Pier. Das haben wir gestern Abend gesuchtet dort. Ja, Ampere. So. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen weg. Und du versteckst Ampere wieder. Einen Fußball und 4 Basketball. Lass mal das Auto noch spawnen. Ja. Weil Auto immer umziehen. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Ja, jetzt wo? Da. Ja. I'll bring it to you. I'll get back to work. Windsor Cabrio. Also es gibt recht gute Plätze für Fußball, für ja, Spiele und so ist es meistens oh! Immer klein. Alter, das ist aber. Oh. Ja, irgendwo muss das Auto jetzt sein, aber. Es gibt hier einen Stand, da sind nur Basketballer drin. Ich könnte aber auch jetzt viel dazu packen, Alter, aber du willst aber nie finden. Wow, danke schön, ey. Ja. Kannst du kurz erklären, wo mein Auto ist? Siehst du ja nicht. Ich finde mein Auto nicht, ich hab's jetzt hier auf der Brücke. Ah, hier unten, okay. Ich hab's gefunden. Ich werde jetzt sterben. Tschüss. Oh, voll auf den Kopf. Mega blöd. Okay, ich hab mein Auto wieder gefunden. So. Gut. So, mal, hab ich's eigentlich schon viel versteckt? Zwei, drei. Okay. Das musst du immer im Kopf belassen, sonst habe ich dann 6 gefunden. Okay, jetzt muss ich noch den Fußball verstecken.
der recht schwer sein wird wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ne? Ich muss einfach bedenken, dass ich es auch finden soll, oder? Die Basketball. Ja, aber hier kannst du aber eigentlich schon wieder zu schnell sehen, sag ich mal. Kannst ja auch ein bisschen scherzen, also dass du es leicht versteckst, aber an so einem blöden Ort, dass ich wahrscheinlich nicht drauf komme. Ja. Könnten wir das machen? Ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber auf Dächern nicht, bitte. Ja, ne, auf Dächern habe ich nicht gemacht. Okay, gut. Weil das ist immer am blödsten. Beim Riesenrad kannst du das beim Hochschauen sehen, aber auf einem Dach oder so musst du immer aufs Dach gehen. Das ist nicht so toll. Kann man das überhaupt sehen? Ich glaube, den kann man gar nicht sehen. Okay, das ist ja. Okay, ich mach mal einen zweiten Fußball, weil der ist zu krass versteckt, den kann man nur aus einem bestimmten Richtung. Okay, aber ich mach dann weiter, wenn ich den ersten Fußball gefunden habe. Das wirst du nicht finden, den kann man nicht finden. Dann sag ihn einfach am Schluss. Oder gib dann einfach noch mehr Tipps, bis ich den zweiten auch gefunden habe. Das ist interessant, zwei zu finden. Okay, das ist lustig, aber denn jetzt aber auch guten. Okay, aber das wahrscheinlich. Ja, okay. Ist fertig. Eigentlich ist ein Basketball ist eigentlich dann sogar so schwer versteckt wie der andere da auch. Okay, jetzt kann ich kommen. Ja. Ich habe ganz viele Striche auf dem Boden gemalt. Man kann so gut driften. Das ist aber lustig, einfach. Also wenn du den ersten findest, den ersten Fußball, dann ist aber echt schon, also. Okay, soll ich hier beginnen oder wie groß machen? In dem Park. Also da, wo Achterbahn im der Tower Park. Und alles, was mit Park zu tun hat. Also da, wo Achterbahn und Dings ist. Das ist so eingezäunt. Also, dann gehen wir ab hier. Ja, ab hier, ja. Okay, gehe ich gleich mal in ein Geschäft schauen. Ja, ich komme da nicht rein, also. Ja, okay, ja, also Geschäfte nicht. Ins Geschäft habe ich nicht gemacht. Also, ich soll jetzt gar nicht hier suchen oder soll ich einfach kurz? Ne, hier, also in diesem Geschäft, da wo du halt nicht reinkommst, geht eigentlich nicht. Ah, da wo mal ich reinkomme, da geht's. Okay. Also hier komme ich nicht rein. Okay, scheinbar habe ich wieder einen verpasst. Guck mal, hier wäre auch gut, ne? In den Kasten. Ja, moin. Ich schaue gerade oben. Also eine Achterbahnschiene ist nicht schön. Aber hier könnte vielleicht etwas sein. Also deinen Geschäften kann ich schon mal sagen, nee, ist er nicht. Also ich finde jetzt gerade gar nichts, also Dankeschön fürs gut verstecken. Also doch, wenn also die sind ziemlich nah. Also die ersten beiden sind ziemlich da beieinander. Ja. Also hier hinter dem Tresen auch nicht. Ja, jetzt hör auf zu huben, ich weiß das. Wahrscheinlich auch nicht. Okay, ich habe einen. Ja. Danke, aber so Hilfe brauche ich nicht. Ich will ja die Basketballbälle eigentlich gar nicht finden. Was soll man sagen, dass wenn du. Ich kann sagen, dass ich fast nichts sehe. Also nicht wundern, wenn ich etwas übersehe. Ah, da oben dran. Ja. 2 von 4. Ja. Diese blöden Nieten. Also blöden Nieten, wie beim Dosenwerfer. Wahrscheinlich. Also einer ist im Hardcore versteckt. Ich suche immer noch den Hardcore versteckt. Ne, such mal nicht den Hardcore, also den. Okay, ich sag dir, der. Die verarschen, Alter. Klar, kleiner Keck. Oh, Eis.
wie jetzt Eis ist. Ich hab so heiß in meiner Wohnung. Guck mal hier, das hier war das, wo ich versteckt, wo ich mit dem Basketball bin. Ja. Yeah. Wenn ich letztes Mal einfach das zugepackt hätte, wäre einfach zu. Was sind eigentlich die Klos? Die Klos? Irgendwo hat's Klos. Ah, ich glaube ganz hinten. Ganz hinten. Aber ich glaube, da hast du nichts versteckt, weil es ja auch nicht so zum Park gehört. Hier sind die Klos, ja. Ne, da ist, glaube ich, nichts versteckt. Glaube ich nichts. Ja, ist ja auch leicht zum Schauen. Hier ist nichts, ja. Dann gehen wir mal hier hinten drüber. Also, ich glaube, irgendwo auf der Achterbahn ist noch etwas, aber das schaue ich mir am Schluss an. Du kannst ja sonst mir noch ein bisschen helfen mit deinem Basketball, wenn es nicht so lange geht. Hier schaue ich nochmal kurz bei den Mülltonnen. Okay, also ich gebe den Tipp für einen Basketball. Wenn du willst. Muss ich annehmen. Ja. Willst du annehmen oder willst du nicht? Ja, ich nehme an, weil Basketball okay, sowieso also Basketball, da. Also da kommt drauf an, was da ist, aber da stinkt's manchmal. Manchmal. Manchmal, ja. Also nicht auf dem Klo, aber irgendwo am Mülleimer oder so. Hat's noch Mülleimer? Hier hat's noch Mülleimer. Das ist wirklich hardcore schwer für mich schon. Manchmal. Wo stinkt's denn manchmal noch? Hier? Na, ich muss so. Wo stinkt's denn manchmal? Ich suche jetzt alles ab, was stinkt. Oder stinken könnte. Ja, dort, aber wo dort? Dort stinkt es doch nicht. Doch! Natürlich stinkt's hier. Ah, okay, da drin. Da drin, im letzten Mülleimer, den ich durchsucht habe. Danke. So, jetzt aber die Fußbälle, die sind so schwer. Also eigentlich sind sie nicht schwer. Also du warst schon mal einmal ganz da dran. Ich hab wo? Ja, Beim Riesenrad habe ich so das Gefühl, du machst doch nichts. Du musst doch irgendwas. Doch, am Riesenrad ist einer, aber das ist der schwere. Ja, ganz weit oben oder so? Nee. Es ist ungefähr dreimal so hoch wie du, wie der Charakter ist. Irgendwo bei einem Rad oder so. Dass es wirklich so ein bisschen verdeckt ist. Ich muss echt mit Taschenlampe schauen. Das ist aber so, das ist halt der eine, den du nicht finden könntest quasi, also. Also ich müsste hochklettern, damit ich ihn finde oder so. Ja, ne, wenn du da richtige, warte mal. Im Auto hast du dann. Weiß ja nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist hier bei mir, wo es nicht. Ja, ne, du kannst nicht sehen, du kannst nur sehen, wenn du im Auto bist und so. Im Auto bist? Ja, so kannst du nicht sehen. Kannst vergessen. Okay. Komm, dann zeig mir, wo er ist. Komm mal mit. Er ist hier oben. Da. Da. Da oben drauf. Auf diesem. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Ah ja. Ein bisschen sehe ich ihn. Das hättest du nie gesehen, oder? Ich hätte ihn nie gesehen, weil ich nicht hier hochkomme. Also ich würde wahrscheinlich auf diesem Ding eigentlich gar nicht stehen hier drauf. So würde ich ihn sehen, ja, man sieht ihn. Aber das ist wirklich ultra schwer, also das ist eigentlich schon fast gar nicht so machbar für eine Person. Jetzt schaue ich mir noch diese Pflanzen. Also ein Basketball muss er noch finden, ne? Jo. Aber wie komme ich auf einen Basketball, wenn ich doch Fußball suche? Ich glaube, ich gehe mal zu dieser Station. Wenn du einen Basketball findest, wenn du den letzten Basketball findest, Fußball ist so ähnlich versteckt wie der letzte Basketball. Okay, falls ich den Basketball finde, den ersten neuen, dann habe ich eigentlich den Fußball auch schon, weil ich jetzt auch wirklich. Da oben drauf ist nichts, oder? Auf diesem blauen Dach.
Also auf der Achterbahn habe ich gesagt, kann ich sagen nicht. Also da ist. Also dann kann ich gleich wieder runter, aber vielleicht aufs Zelt hier. Nein, nicht so weit runter. Oh Gott. Ich wollte doch aufs Zelt. In der Nähe der beiden Symbole auf der Karte, wenn du auf der Karte guckst, da wo das Riesenrad ist und das andere auch. Diese beiden Personen. Da in der Nähe ist es, sind die beiden. Schau mal, dass das Gang War nicht mich stört. Also dort, wo die Symbole sind, nicht. Doch, in der Nähe davon. Ist es in der Nähe von diesen zwei Symbolen? Hier unterhalb. Also doch irgendwo zwischen den, dem Riesenrad oder so. Ich habe das Gefühl, ich übersehe etwas. Hier nirgends rein. Guck mal in der Nähe, wo ich bin. Bist du jetzt schon? Hä? Du bist doch nix. Hey, hallo, was ist mit dir passiert? Du bist da mitgeschleift worden. Kann ich retten? Guckst du in die richtige Richtung? Ja. Nee, jetzt guckst du in die richtige Richtung. Hä? Wow, ich habe ihn ganz kaputt gemacht. Okay, ein Basketball. Dann ist er in der Nähe von einem anderen Automaten. Irgendwo, ich, es muss da kein Automat sein, ne? Einfach irgendwo drin. Ja. Das ist eine WC-Rolle, jetzt dachte ich schon, ich hätte ihn gewonnen. Eine Dingrolle. Küchenpapierrolle. Aber so schwer hier drin hängen. Hier drauf. Ne, hier drauf ist es nicht. Es muss irgendwo drin sein, ne? Boah. Einfach auch weil es Nacht ist. Ist schon da an einem richtigen Ort quasi. Jetzt geht's weg. Jetzt geht's weg. Ja, aber hier habe ich nichts gesehen. Ja. Hm. Hast du denn hier reingekriegt? Kann ich machen. Wow, ey, nein, ey. Dachte ich, es wäre irgendwo wirklich sichtbar. Also schon. Ja. Bist du ein Lümpf? Aber das war gut, sehr oder? Gute Verstecke. Ja, dann könntest du ja. Komm, wir gehen ganz vorne ans Deck. Also dort, wo. Also versteckst du noch einen Fußball dort. Ein Fußball und vier Basketball. Ja. Steig am besten du aus und ich fahre mal kurz weg. Einfach zum Park zurück. Und dann komme ich, wenn du einen Fußball versteckt hast. Ball. Wir haben jetzt noch 7 Minuten und innerhalb von den 7 Minuten sollte ich heute Fußball auch noch finden können. Schon, ne? Genau. Und ich hoffe, dass Jan dann Zeit hat heute noch oder so. Drittes Video. Das tönt. Nein, hier ist gesperrt. Ja, da kommst du nicht durch. Das ist Sperrgebiet. Kanton Sperrgebiet. Ah ja, praktisch. Ich steige in mein Auto. Nein, in mein Auto. Und bitte nicht in diese Tiefe. Mach ich denn jetzt für den Football, Alter? Für den Football? Genau, dort rein. Sehr gut. Die NPCs wissen einfach nicht, wo sie hinfahren sollen. So, soll ich mal den Fußball einfach machen? Ja. Soll ja in 7 Minuten gefunden werden. Geht schon sehr einfach. Okay, los. Okay. Ich will auch nicht wieder haben. Das musst du abholen, weil ich komme mit meinem Auto. Dankeschön. Achtung, hey! Das
unten habe ich einen Stern. Wahrscheinlich. So, aber hier musst du wahrscheinlich nicht so hoffentlich Tipps geben. Oh, jetzt habe ich umgefahren. Huch. Hoppla! Also die Basketbälle sind wieder sehr, sehr einfach versteckt. Ja, eigentlich sind die nicht mehr versteckt, die sind einfach hingeschissen quasi. Hingeschmissen, geschissen. Hingeschmissen einfach, als würde man einfach rumschießen, Alter, und dann würde er aber landen da, fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt in einer Zone, wo keiner ist. Das ist ja auch ein gutes Versteck hier. Ich schaue immer sehr spezielle Gebiete an, weil ich kenne dich so langsam. Ah, da ist einer. Also den, den du markiert hast sozusagen, ja, den habe ich gefunden. Da habe ich auch noch einen. 2 von 4. Ich habe irgendwie das Gefühl, es muss irgendwo oben sein. Hey, hallo, komme ich da nicht so gut? Ich habe irgendwie das Gefühl, ist hier noch einer. Da ist einer. 3. Wie kann das explodieren? Das ist Was ist das denn? Ah, so ein Gastank. Ah, hier habe ich den. Der ist wirklich gut versteckt. Der ist jetzt mal richtig harmlos versteckt. Also so, dass ich ihn nicht finden hätte können, wenn ich nicht wusste. Okay. 3 von 4. Nein. 4 von 4. Ich habe alle. Okay. Nee, hast du nicht. 1, 2, 3. Und hier war doch 4. Ich habe alle. Nee. Ich habe 4 von 4. 4 von 4? Ah, da war auch noch einer, ne? Aber der ist gefunden, nee, den, ne? Der habe ich ja gesagt am Anfang. Also das ist aus 2. Der, cool, der Stuhl, der hängt. Der ist 4. Der Stuhl, der hängt, der hält drinne. Ja. Der Tisch ist so schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es sehr gefallen. Weil ich eben so gerne Sachen entdecken will. Und ich würde das gerne auch machen können, aber ich könnte ja mit Ghost Hunter mal zusammenarbeiten für Jan und noch einen, der mitmachen möchte. Und dann tun wir uns ein bisschen besprechen, wo wir das verstecken, oder? Das wäre doch gut für uns zwei zu machen. Also wenn wir 4 sind, machen wir mal 2 Verstecker und 2 Sucher. So. Ich habe zum Beispiel hier gerade extrem gute Verstecke. Zum Beispiel hier unten. Ich? Wo? Wo sind wir? Hier unten am Dock irgendwo. Auf der Treppe hier. Wäre ein sehr gutes Steck. Als nächstes einmal auf einem dieser Gebäude, wo man echt schwer raufkommt. Ja, aber ist halt, wenn du jetzt Basketball meinst, dann... Ja, Basketball. Also Fußball würde ich jetzt so spontan eigentlich... Ups. Ich würde irgendwo hier bei dieser Treppe, die Treppe ist so richtig markant, irgendwo hier da drunter klatschen oder so. Zum Beispiel dort hinten unten, also so zwischen den 2 Treppen. Ich würde den Fußball würde ich einfach da oben. Auf dieses Ding da. Ja. Oder hier drauf. Da. Schau drauf. Ja. Das sieht dann ungefähr so aus. Warte. Ja, sehr gutes Versteck. Also ich finde, man sieht es auch noch schnell genug und so. Aber ja, man sucht eigentlich hier unten und man schaut gar nicht nach oben. Das wäre ein geiles Versteck. Das ist irgendwie so geil, ne? In diesen Farbeimer ein Basketball setzen. Wo? Hier in diesen roten. Oder den unten dran. Warte, in den Eimer, der da unten dran ist. Ich weiß nicht, ob Rockstar Games da eine Barriere gepackt hat. Ja, schade, aber es wäre geil. Aber kann sein, dass sie das nicht gemacht haben. Ich meine mal, weil die Basketballer, die sind nämlich kleiner als, glaube ich. Haben sie nicht. Okay, tun ihn einfach mal oben hin. Also, er ist drin. Ja, aber tun ihn mal oben hin, dass er auch noch ein bisschen schaut. Ein bisschen runter. Also, das so, dass er einfach noch oben drauf schaut.
Oben raus schaut, ja, so ein bisschen. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das kann. Ah! Mann! Ja, es ist sehr, sehr sneaky Arbeit, muss man sagen. Ja, also du musst wirklich sehr wenig bewegen, damit du es tust. Ja, ist schwer. Kann okay. So. Ja, tust du einfach alle vier dort rein. Perfekt. Herr Jackpot. Oder hier oben auf so einer Laterne. Aber du kannst eine, ja andere. Also du kannst kaputt, ja zum Beispiel. Hier oben eine Laterne kaputt. Eine, du kannst ja aber zum Beispiel andere Bälle verwenden als Booster. Also zum Beispiel den Volleyball verwenden und dann den Basketball drauf. Dann hast du einen Booster. Mach mal, Drago, mach mal hier oben, schieß mal ein so ein Licht weg von der Laterne hier oben. den Fußball hin. Ist weg, weg. Ja, also für mich ist die Laterne weg. Schieß nochmal weg, schieß nochmal weg. Schieß ein bisschen weiter rechts. Ja, jetzt ist weg. Okay, gut. Ja, perfekt. Solche Gags musst du dann immer bringen für alle Leute. Also für wenn mehrere Leute mitmachen. Ich hoffe, es wird was. Das Versteck war oder hier so. Gut hier so auf Easiness. Geht das überhaupt? Du könntest das Glas wieder drauf tun. Wenn das Glas ja durchsichtig ist. Ja, man kann nice. Nach rechts. Ja, warte mal. Kann nicht viel warte schauen. Mal. Guck mal. Ja, warte. Guck mal nochmal durch. Siehst du jetzt, warte? Ich sehe alles noch. Es ist für mich gar nicht vorhanden. Warte mal. Mach mal ein bisschen weiter vorne. Jetzt? Mach mal einfach ein paar Meter weiter vorne, ob ich ihn sehe. Ah, jetzt sehe ich sie. Hey, der Fokus ist ungefähr so 20 bis 30 Zentimeter weiter oben. Hä? Echt? Ja. Ich will auch mal gucken. So sieht so komisch aus. Du musst einfach runter schauen. Du musst einfach runter schauen. Einfach nach unten schauen. Sieht so. So. Ich kann ja gar nicht gucken, Mann. Was ist das für ein Kack? Kann gar nicht gucken. Hey, was ist das für ein Scheiß? Du bist kaputt geworden. Zu viele Fußball gespannt. Schmeiß jetzt den Granat hin und es hat fertig. Ja. Zack. Ja, perfekt. Alles klar. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Ja, genau. haut rein, wenn ihr mal mitmachen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder wir machen vielleicht auch nachher noch einen Livestream, wer weiß. Genau. Dann kommt auch mal rein, schreibt eure Nachrichten uns oder ihr addet uns. Und dann könnt ihr mitmachen. Oh, ich muss dann wechseln, ja. Tschüss zusammen. Und ja, tschö. Bis dann. Hau da rein. Ah, tschüss.